Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich die Neuzugänge aus dem Monat September für euch. Und es sind echt viele, also es ist ein richtiger XXL-Neuzugänge-Monat. Daher handhabe ich das wie in meinem letzten Video. Ich versuche es im Schnelldurchlauf zu machen, mich nicht an jedem Buch ewig aufzuhalten. Ich weiß, es geht nicht immer. Zu manchen Büchern muss man einfach mehr sagen als zu anderen. Aber ich versuche mein Bestes, das Video nicht zu lang werden zu lassen. Deshalb starten wir einfach gerade mal mit dem Buch, das ich im letzten Neuzugänge-Video schon angeteasert habe, das leider nicht mehr rechtzeitig ankam, obwohl es eigentlich noch in den letzten Monat gepasst haben sollte oder hätte ankommen sollen. Ich spreche von Neverland Prince von der lieben Liz. Das ist einfach eines der schönsten Bücher, die ich in den letzten Monaten ja, zugeschickt bekommen habe. Ich bin ja sowieso so ein riesen Peter Pan Fan und ja, der Buchschnitt ist einfach unglaublich schön, das Buch ist unglaublich schön, die 1000 Goodies sind unheimlich schön. Es ist eben aus dem Self-Publishing, da kann man sich ein bisschen austoben. Die Innenillustrationen sind der Hammer, die Kapitel Überschriften oder Zierden oder Startseiten sind wunderschön. Also inhaltlich werde ich natürlich mehr dazu sagen, wenn ich zum Lesemonat komme. Da habe ich es nämlich auch gelesen, also jetzt im September. Und euch werde ich den Klappentext vorlesen. Ohne Gedächtnis auf einer mysteriösen Insel aufwachen und plötzlich in einem Krieg zwischen Piraten und einem selbsternannten Prinzen geraten, das war das Letzte, was Wendy nach einem der schrecklichsten Tage ihres Lebens erwartet hat. Zum Glück bietet der attraktive Peter ihr einen unmoralischen Deal an. Er hilft ihr, den Gefahren seiner Insel zu trotzen, wenn sie dafür verspricht, ihn bei der Beseitigung seines Erzfeindes zu unterstützen. Es gibt nur ein Problem. Der verwegene Pirat Jameson Hook will sie eigentlich vor Peter retten, der den Auftrag hat, ihr Leben für immer zu beenden. Das nächste Buch habe ich euch, glaube ich, auch schon so ein bisschen angeteasert, dass es bei mir eingezogen ist. Und zwar ist das der dritte Band der, ja, keine Ahnung, wie sie heißt, Reihe. Faye-Saga, die schönen Das Beast Vibes. Nein, es steht leider nicht drauf. Kingdom of irgendwas Reihe. Ich bin mir gerade echt total unsicher. Es ist auf jeden Fall eine Reihe, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Das habt ihr mittlerweile auch schon mitbekommen. Es ist der dritte Band. Deshalb werde ich euch jetzt nicht den Klappentext zu Band 3 vorlesen, sondern den zu Band 1, weil ich eben nicht möchte, dass ihr gespoilert wird, aber trotzdem wissen sollt, um was es in der Reihe geht. Vor langer Zeit stahlen Elise Vorfahren dem Fey-König die Krone. Jetzt ist es Elise Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ihre Familie den Thron behält. Und zwar durch eine gute Partie. Das Problem ist nur, dass die junge Adlige sich lieber in Spielhallen herumtreibt, statt auf Bällen zu tanzen. Deshalb wird Elise Zukunft in die Hände des mysteriösen Mitgift-Unterhändlers Legion Grey gelegt. Er schürt ihren Zorn sowie eine verbotene Leidenschaft und er trägt ein Geheimnis in sich, das nicht nur Elise Starrsinn in die Knie zwingen wird, sondern das gesamte Königreich. Broken Kingdom heißt die Reihe übrigens. Ich habe es schnell noch recherchiert. Auch das nächste Buch gehört zu einer Reihe. Es ist zwar nicht der dritte und finale Band wie das vorige Buch, sondern der zweite Band. Ich glaube, da gibt es auch insgesamt 4 am Schluss davon. The Broken Elf King ist, wie gesagt, der zweite Band. Ich habe den ersten noch nicht gelesen. Das habe ich aber jetzt vor, weil ich dann nämlich auch den hier lesen möchte, weil es ein Rezensionsexemplar ist. Ich dachte beim Anfragen nämlich, es sei der erste Band und habe dann nicht gecheckt, dass es sich um die Reihenfortsetzung handelt. Ich werde euch natürlich auch jetzt den Klappentext zu Band 1 vorlesen. Der hieß The Last Dragon King. Und tatsächlich ist mir dieses Cover, so sieht's aus, auch noch nie irgendwo aufgefallen. Shame on me. Willkommen in der Welt von Avalier. Die Nachricht, dass der Drachenkönig eine Partnerin sucht, verbreitet sich im Land wie ein Lauffeuer. Als die königliche Garde auch im kleinen Dorf Cinder hält, um nach geeigneten Kandidatinnen Ausschau zu halten, ist die Aufregung groß. Schließlich leben dort nur schwachmagische Wesen wie die 17-jährige Arwen. Doch die magischen Witterer werden auf sie aufmerksam und bringen sie nach Jade City. Während König Waldron die Anwärterinnen kennenlernt, erfährt Arwen, was wirklich hinter allem steckt. Aus dem angrenzenden Nightfall droht eine Gefahr, die mächtiger ist als alles, was sie sich je vorstellen konnte. Findet der Drachenkönig rechtzeitig seine große Liebe, um den Feind so zu bezwingen? Auch beim nächsten Buch handelt es sich um eine Reihenfortsetzung,
und zwar um den dritten und finalen Band der Bryn Mawr University Reihe. Hier kann ich euch allerdings den Klappentext vorlesen, weil die Bücher unabhängig voneinander lesbar sind und zwar minimal aufeinander aufbauen, aber man kann sie auch, man könnte jetzt zum Beispiel auch Band 3 lesen, ohne Band 1 und 2 vorher gelesen zu haben. Josh war klar, dass ein Studium an der Bryn Mawr University eine Herausforderung wird. Aber genau das wollte er, seine Grenzen austesten, wachsen, mutig sein. Hätte er allerdings gewusst, dass auch Finn Goodwins an der altehrwürdigen University in Cornwall studieren möchte, wäre er niemals hierher gekommen. Nicht nur, dass ihre Familien auf eine jahrzehntelange Fehde zurückblicken, auch er selbst ist in der Vergangenheit immer wieder mit Finn aneinander geraten. Als sie kurz nach Semesterbeginn für dieselbe Rolle in einem Theaterstück vorsprechen, flammt ihre Rivalität von neuem auf. Doch dann kommen sie sich bei den Proben ungewollt näher und je mehr Zeit vergeht, desto weniger können sie das Knistern zwischen ihnen verdrängen. Von dem nächsten Buch habe ich euch auch schon das ein oder andere Mal erzählt. Spätestens bei meinem Neuerscheinungsvideo müsstet ihr es gesehen haben. Just Some Stupid Love Story. Ich habe es gesehen, ich habe mir den Klappentext durchgelesen und dachte, das ist mein Buch, das wird bestimmt mega lustig, ich muss es haben. Und ich habe da auch eine richtig schöne Buchbox bekommen. Ich muss mal gucken, ob ich euch noch ein Unboxing auf Instagram online stelle, weil da richtig tolle Sachen drin waren und ich mich immer super geehrt fühle, wenn ich nicht nur das Buch, das ich anfrage, zugeschickt bekomme, sondern halt einfach noch mega viele Goodies dabei, bei denen sich die Verlage einfach Gedanken gemacht haben. Und ja, ich fühle mich da immer sehr, sehr wertgeschätzt. Unterschiedlicher könnten zwei Menschen nicht sein. Molly schreibt Drehbücher für Hollywood-Romanzen und hält die große Liebe, aber für eine reine Erfindung. Seth hingegen ist Scheidungsanwalt, hoffnungslos romantisch und auf der Suche nach der Frau fürs Leben. Kaum zu glauben, dass die beiden mal ein Paar waren. Doch als sie sich Jahre nach ihrer schmerzhaften Trennung erneut begegnen, sprühen sofort wieder die Funken. Was liegt da näher, als eine gewagte Wette auf die Liebe abzuschließen? Wer von ihnen beiden das Schicksal von 5 Paaren besser vorhersagt, gewinnt und der Loser muss dem Sieger in Sachen Liebe recht geben. Der Haken dabei, Paar Nummer 5 sind sie selbst. Jetzt kann ich euch gleich 2 Bücher auf einmal in die Kamera halten. Und zwar ist eingezogen A Spark of Time, Rendezvous auf der Titanic und A Spark of Time, ein Date mit Mr. Darcy. Da kann ich gleich mal den Sticker entfernen. Der sieht nämlich ultra hässlich auf diesem rosa Cover aus. Ja, Band 2 habe ich als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Das kam auch in einer wunderschönen Buchbox an mit ganz vielen, ja, buchbezogenen Goodies. Es ist sogar signiert, was ich gar nicht gewusst habe, erst als ich es bei Evie in der Story gesehen habe. Und da wir beide dieses Buch vom Verlag bekommen haben und dieses hier noch nicht hatten, durfte das neu einziehen bei uns beiden. Und das hier haben wir jetzt auch schon zu Ende gelesen. Sie hat mit Band 2 auch schon angefangen. Also ja, bis das Video online kommt, werde ich Band 2 wohl auch gelesen haben und werde euch auch im Lesemonat mehr über die beiden sagen können. Aber ich sag mal so viel, das Thema Titanic ist einfach voll meins. Ich habe gefühlt jede Dokumentation über die Titanic gesehen. Den Film finde ich bescheiden, aber das ist was anderes und jetzt erzähle ich euch, um was es hier in dem Buch geht. Lily de Grey und ihr Vater sind bekannt dafür, dass sie in ihrem Antiquariat die verschollensten Gegenstände wieder auftreiben können. Nur dass sie dafür durch die Zeit reisen, ist ihr Geheimnis. Als das Ehepaar Fortune nach einem Familienerbstück einer wertvollen Kette sucht, führen alle Spuren auf die Titanic. Ein gefährlicher Auftrag, der jedoch alle Geldsorgen der Familie lösen könnte. Also reist Lily ins Jahr 1912 zurück und gibt sich als Dienstmädchen einer Gräfin aus. Dort trifft sie auf Ray, einen Passagier der ersten Klasse, der unerwartete Gefühle in ihr auslöst. Mit dem Drohnenuntergang der Titanic muss Lily plötzlich eine Entscheidung treffen. Hält sie sich an den Kodex der Zeitreisenden oder rettet sie Rays Leben? Jetzt machen wir den Buchbox-Hattrick voll. Das nächste habe ich nämlich auch in einer Buchbox bekommen. Under Your Spell steht auch schon ganz, ganz lange auf meiner Wunschliste. Clemmie Monroes Karriere befindet sich gerade auf Talfahrt und ihr Liebesleben gleicht einem Scherbenhaufen. Da macht ihre Schwester, Musikproduzentin Serena, ihr ein lukratives Angebot. Sie soll 6 Wochen allein mit dem berühmten Sänger Theo Elliott in einem Haus an der Küste verbringen, damit dieser endlich sein Album schreibt. Einzige Voraussetzung, sie darf seinem Charme nicht erliegen. Doch Clemmie ahnt nicht, dass es sich bei Theo um den Mann handelt, mit dem sie gerade erst die heißeste Nacht ihres Lebens verbracht hat. Kann sie wirklich 6 Wochen in seiner Nähe überstehen, ohne dass erneut Funken sprühen? Dann habe ich mir mal wieder ein Buch bei der Bücherbüchse gegönnt. Eigentlich finde ich es immer schade, für ein einzelnes Buch wo zu bestellen, weil die Versandkosten doch dann relativ
hoch sind. Aber ich hatte irgendwie Angst, dass es das Buch irgendwann nicht mehr gibt. Und da ich bereits Band 1 in diesem Design habe, habe ich mir Band 2 von Flowers and Bones auch noch gerade mitbestellt, eben mit diesem Buchschnitt. Band 1 ist eben die andere Seite des Gesichts. Und genauso stehen sie auch in meinem Regal, weil ich diesen Buchschnitt einfach so, so schön finde. Kuss der Katrina heißt der zweite Band übrigens. Aber ich lese euch wie immer den Klappentext zu Band 1 vor. Magie am Tag der Toten. Valentina hütet ein Geheimnis. Sie ist La Katrina, jene legendäre Figur, die zum Sinnbild für den mexikanischen Tag der Toten geworden ist. Damit ist es ihr bestimmt, verlorene Seelen ins Reich der Toten zu führen. Davon darf aber niemand erfahren, denn ein dunkler Bund jagt unerbittlich Menschen mit magischen Fähigkeiten. Doch ausgerechnet bei einer Halloween-Party verwandelt sich Valentina vor den Augen aller. Trost findet sie in den Armen von Lily, eine schicksalhafte Begegnung. Das nächste Buch ist im Zuge einer Leserunde von Lovely Books hier eingezogen. Da hatte ich das Glück, dass ich daran teilnehmen darf. Ich lese es aktuell auch gerade. Rebecca Yarros, Alles, was ich geben kann, The Last Letter. Und wie ihr wisst, bin ich ein sehr, sehr großer Fan von Rebeccas Schreibstil und ihrer Art, Geschichten aufzubauen. Deshalb habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich hier ausgelost wurde. Und das Buch ist auch echt dick. Also es sind knapp 600 Seiten, das wird auf jeden Fall eine etwas längere Leserunde. Beckett, wenn du das hier liest, du weißt ja, wie das mit den letzten Briefen läuft. Du hast es geschafft, ich nicht. Hör auf, dich schuldig zu fühlen, denn ich kenne dich. Hätte es irgendeine Möglichkeit gegeben, mich zu retten, hättest du es getan. Du musst etwas für mich tun. Verlass die Armee und geh nach Tellurid. Meine Schwester Ella hat uns alle verloren, unsere Großmutter, unsere Eltern und jetzt mich. Das ist einfach zu viel. Niemand sollte so viel ertragen müssen. Wenn ich tot bin, kann ich nicht für sie da sein. Aber du kannst es. Deswegen flehe ich dich an, als meinen besten Freund, dich um meine Schwester zu kümmern, um meine Familie. Lass sie das nicht alleine durchstehen. Ryan. Das nächste Buch ist gerade diese Woche erst angekommen, weil es da auch erschienen ist und ich hatte es mir schon vorbestellt. Es ist auch noch eingeschweißt und das hat auch einen bestimmten Grund, weil der Buchschnitt nämlich ganz, 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 ganz sparkling gold ist. Und ja, der wohl beim Versand etwas geschützt werden sollte. Ich habe das Buch damals gesehen, ich habe es recherchiert, ich habe es euch im Neuerscheinungsvideo vorgestellt und habe es mir danach direkt vorbestellt. Die junge Personenschützerin Charlotte Blossom bekommt einen Auftrag, den sie nicht ablehnen kann. Sie soll als Bodyguard für den ältesten Sohn der einflussreichen Familie Newton arbeiten. Der attraktive Gideon ist von den Sicherheitsmaßnahmen seiner Eltern und der Überwachung durch Charlotte allerdings gar nicht begeistert. Doch während eines Ausflugs mit seiner Yacht kommen sich die beiden näher und Charlotte beginnt, hinter die Fassade des begehrtesten Singles der Stadt zu sehen. Aber als es zwischen ihr und Gideon immer stärker knistert, wird Charlotte klar, dass es abseits des strahlenden Glanzes der High Society auch dunkle Schatten gibt, in denen bisher ungeahnte Gefahren lauern. Gerade heute Morgen habe ich den Buddy Read zum nächsten Buch ausgemacht und das wäre The Lies We Hide. Ich habe auf Instagram dazu aufgerufen, mal einfach unter mein The Lies We Hide Buch Bild zu posten, welches Buch ihr gerne im Buddyread lesen würdet. Und da hat sich jemand gemeldet, die Dame oder das Mädel möchte gerne. Und da hat sich eine Bloggerin gemeldet, die gerne The Lies We Hide mit mir lesen würde. Und ich denke, dass wir das auch zeitnah nach der MagicCon tun werden. Ich bin nämlich total begeistert vom Klappentext und glaube, das ist ein Buch, das sehr viel Spaß macht, gemeinsam mit jemandem zu lesen und sich darüber auszutauschen. Ein dunkles Verbrechen, ein überraschendes Erbe und jede Menge unterdrückte Leidenschaft. Von seiner steinreichen Familie in den Niederlanden will Dynastieerbe Leonard Brewer schon seit Jahren nichts mehr wissen, bis völlig unvorhergesehen sein Vater verunglückt und das finanziell bröckelnde Gin-Unternehmen mit all seinen dunklen Geheimnissen ihm in die Hände fällt. Für die dringend notwendige Image-Kampagne engagiert er die Barkeeping-Influencerin Missy Cocktailary, eine echte Gin-Expertin. Für Nika ist das eine unerwartete Chance. Sie nimmt den Job an, obwohl sie Lean seit ihrer gemeinsamen Schulzeit hartnäckig zu vergessen versucht. Doch bald wird ihre Zusammenarbeit nicht nur auf die unstreitbare Anziehungskraft zwischen ihnen auf eine harte. Doch bald wird ihre Zusammenarbeit nicht nur durch die unbestreitbare Anziehungskraft zwischen ihnen auf eine harte Probe gestellt. Da ich ja so ein großer Fan von A Good Girl's Guide to Murder war, oder das Buch mich so begeistern konnte, habe ich mich auch von The Reappearance of Rachel Price anfixen lassen, beziehungsweise mich von Bookstagram auf dieses Buch anfixen lassen. Bin schon sehr gespannt. Ich habe das andere Buch ja wirklich in einem Tag durchgesuchtet. Das hier ist ein bisschen dicker, also ich glaube nicht, dass ich es in einem Tag schaffen werde, aber ich bin on fire.
Vor 16 Jahren verschwand Bells Mutter Rachel auf mysteriöse Weise. Die damals zweijährige Belle war die einzige Zeugin und erinnert sich an nichts. Der Fall wird neu aufgerollt, als ihr Vater einer True-Crime-Doku zustimmt. Belle kann es kaum erwarten, dass die Dreharbeiten zu Ende gehen und ihr Leben zur Normalität zurückkehrt. Doch dann geschieht das Unmögliche. Rachel steht plötzlich vor der Tür und erzählt eine haarsträubende Geschichte. Kann es sein, dass sie lügt? Und wenn ja, wo war sie all die Jahre wirklich? Während die Kameras laufen, macht sich Belle auf die Suche nach der Wahrheit und findet Dinge über ihre Familie heraus, die alles für sie verändert. So, kommen wir jetzt, last but not least, zur Rebuy-Bestellung, die ich getätigt habe. Und da werde ich einige Bücher von behalten. Bei manchen bin ich mir noch nicht ganz so sicher, weil mir der Zustand nicht ganz so gefällt. Ich habe mir hier jetzt mal die Rebuy-App aufgemacht und werde euch natürlich auch jedes Mal sagen, was ich für die Bücher bezahlt habe. Und dann könnt ihr mir ja in den Kommentaren sagen, ob ihr das angemessen für den Zustand findet oder ob ihr es auch zurückschicken würdet. Vielleicht kann mir da der ein oder andere einen Wink geben. Ich weiß nicht. So, starten wir erstmal mit Nights von Lena Kiefer. Das ist der dritte Band der Nights-Reihe. Ist auch okay, also ich hat den Zustand sehr gut. Dafür finde ich es nicht ganz so gut, dass hier überall der Schutzumschlag ein bisschen angedatscht ist. Aber ansonsten gibt es eigentlich nichts zu meckern. Deshalb darf es auf jeden Fall hier bleiben. Ich meine, das hier, das stört mich jetzt ein bisschen, aber ja, nicht so sehr, dass ich sagen würde, es darf nicht da bleiben. Hier werde ich euch natürlich auch den Klappentext zu Band 1 vorlesen, weil es sich um den dritten und finalen Band der Reihe handelt. Die 18-jährige Charlotte Stewart tut alles dafür, ihre einzigartige Gabe geheim zu halten. Denn sie weiß, wenn ihre Fähigkeiten in die falschen Hände geraten, könnte das den Untergang der Welt bedeuten. Doch dann macht plötzlich jemand unerbittlich Jagd auf Charlotte und sie muss so schnell wie möglich aus London verschwinden. Auf ihrer Flucht läuft sie ausgerechnet der Organisation in die Arme, vor der sie sich jahrelang versteckt hat, den Knights of the Round Table. Die Nachfahren der Ritter der Tafelrunde verfügen selbst über besondere Gaben und Charlotte misstraut ihnen zutiefst. Dennoch bleibt ihr keine andere Wahl, als sich mit den Knights zu verbünden, um ihren übermächtigen Gegner zu stoppen. Unterstützung erhält sie dabei von Noel Mayfield, einem Lancelot-Erben, der in ihr unerwartete Gefühle weckt und mit dem sie ein gefährliches Schicksal verbindet. Bezahlt habe ich da 15,99 €. Dann für 9,89 € im Zustand gut ist Dear Heart, I Hate You hier eingezogen und da gibt es tatsächlich eigentlich nichts zu meckern. Es ist ein sehr guter Zustand und ja, dafür, dass es nur gut war, bin ich begeistert. Keine Leserin, freue ich mich. Es ist der zweite Band der Reihe und es ist auch nur eine Dilogie, aber wie immer werde ich euch natürlich Klappentext zu Band 1 vorlesen. Dear Love, I Hate You heißt der erste Band und es ist eine Trilogie, muss ich mich berichtigen. Es ist eine Easton High Trilogie und in Band 1 heißt es wie folgt. Als Evina Harper einen anonymen Brief an der Schulbibliothek vergisst, ist sie außer sich. Niemand hätte ihn je entdecken sollen, niemand hätte ihn je lesen sollen und noch weniger hätte ihn jemand beantworten sollen. Doch Evina und der Unbekannte beginnen sich zu schreiben. Erst ein Brief, dann zwei und dann immer mehr. Jedes Stück Papier enthüllt ihre dunkelsten, tiefsten Geheimnisse und die Regeln sind klar. Niemals dürfen sie die wahre Identität des anderen erfahren, niemals dürfen ihre Geständnisse nach außen dringen, denn das würde ihr Leben zerstören. Alles scheint ein harmloses Spiel zu sein, bis Evina herausfindet, wer ihr Brieffreund ist. Xavier Emery, Star der Basketballmannschaft, Tyrann ihrer Kindheit und ausgerechnet der, in den sie sich zu verlieben droht. Auch das nächste Buch hatte den Zustand sehr gut. Ich habe bezahlt 13,89 €. Im Original kostet es 19. Es ist der zweite Band der Gameshow-Reihe und es ist tatsächlich gar nichts dran. Es ist wie neu. Bin ich sehr begeistert. Hängt nur ein bisschen Kleberückstand hier dran, aber das war einfach von diesen Rebuy-Stickern. Keine Ahnung, warum die immer da drauf sein müssen. Aber ja, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Game Show ist eine meiner liebsten Dystopie-Reihen, also der Reihenauftakt zumindest. Und ich hoffe einfach, dass es genauso gut hier in Band 2 weitergeht. Gegen wen spielst du wirklich? 2126, New London. Als die 17-jährige Cass in die niedrigste Klasse der Gesellschaft verstoßen wird, weiß sie, dass es nur einen Weg gibt, dieser Hölle zu entkommen. Sie muss es in die nächste Gameshow schaffen. Wer an der Gameshow teilnimmt, kann ein Ticket nach ganz oben gewinnen oder bezahlt die Chance mit dem Leben. Cass bekommt unerwartet Hilfe von Jax, dem besten Gamer der Arena. Die beiden werden Verbündete im großen Spiel um ihr eigenes Leben und gesellschaftlichen Aufstieg.
Doch ihr Deal und auch die Gefühle füreinander beruhen auf einer Lüge, die alles, was sie sich gemeinsam erkämpft haben, zum Einsturz bringen könnte. Das nächste Buch habe ich für 8,69 Euro im Zustand gut gekauft. Im Original kostet es 12,99 Euro. Die sieben Männer der Evelyn Hugo. Werde ich definitiv zurückschicken, nicht weil die Qualität irgendwie schlecht wäre. Das Einzige, was halt ist, sind so ein paar angedatschte Ecken. Das stört mich nicht. Ich finde es auch vom Preis her völlig in Ordnung. Aber ich habe gesehen, dass es da eine Neuauflage zu gibt und dann kaufe ich mir die lieber neu. Das wusste ich vorher leider nicht, deshalb geht das Buch zurück. Aber das habe ich schon ganz, ganz lange auf der Wunschliste. Von demnach habe ich mir eigentlich jetzt einen Wunsch erfüllt, um mir dann doch wieder wegzunehmen. Die Filmikone Evelyn Hugo ist endlich bereit auszupacken und die Wahrheit über ihre skandalösen sieben Ehen zu erzählen. Sie fragt zu aller Erstaunen die Lokaljournalistin Monique Grand als Ghostwriterin an. Könnte das endlich Moniques Durchbruch werden? Evelyn beginnt ihr von ihrem schillernden Leben zu erzählen, von ihrem Aufstieg in der Männerwelt Hollywoods, den goldenen 50er Jahren der Filmbranche und ihrer geheimen großen Liebe, deren Scheitern der Preis für ihren Erfolg war. Monique lauscht gespannt. Erst gegen Ende der Geschichte wird ihr klar, dass sie dem Hollywood-Star schmerzlicher verbunden ist, als sie es je für möglich gehalten hätte. Bei dem nächsten Buch geht es mir genauso wie bei Evelyn Hugo. Ich habe mir Prison Healer Band 1 bestellt, damals als Mängelexemplar anscheinend gekauft worden, auch wenn ich nicht erkennen kann, warum. Also hier die Ecken sind ein bisschen angedetscht, das würde mich jetzt aber nicht so stören. Keine Ahnung, was daran auszusetzen gibt. Ich habe es für... Wo ist es? 8,69 Euro im Zustand gut bekommen, im Original kostet es 20 Euro, also preislich völlig im Rahmen. Aber auch hierzu wird es eine Sonderedition geben und da ich Band 2 und 3 selbst noch nicht habe, werde ich mir, glaube ich, lieber die Sonderedition kaufen. Aber Band 1 habe ich schon gelesen, ich wollte nur im Regal stehen haben und der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Da heißt es nämlich wie folgt. Seit ihrer Kindheit lebt die 17-jährige Kiva in Sallendorf, dem brutalsten Gefängnis von Wanderall. Als Heilerin kümmert sie sich um alle Insassen, doch um die Rebellenkönigin zu retten, muss Kiva nicht nur herausfinden, woran Tilda erkrankt ist, sondern sich auch an ihrer Stelle dem Elementarurteil unterziehen. Vier Prüfungen, die Tildas Schuld oder Unschuld beweisen sollen. Besteht Kiva, sind beide frei. Sollte sie scheitern, wird nicht nur die Rebellenkönigin sterben. Dann ist ein Buch für 8,59 Euro im Zustand gut hier eingezogen, das definitiv zurückgeht. Cold Heart Strong and Weak von Lena Kiefer. Ich habe die Reihe ja noch gar nicht gelesen, aber trotz dass es gut ist, ist es hier unten komplett zerfleddert und fängt an sich aufzulösen und das gefällt mir nicht sehr gut. Es hat zwar auch ein paar Leserillen, das hätte mich jetzt aber nicht so gestört, aber dieses Auseinanderflattern stört mich dann doch mehr, als ich zugeben möchte. Deshalb habe ich den Sticker auch mal noch drauf gelassen. Und ja, jetzt würde ich euch natürlich noch den Klappentext vorlesen. Elijah Coldwell hat sein Leben unter Kontrolle. Studium, Firma, Sport, alles ist strengstens durchorganisiert. Die Ängste, die ihn seit seiner Entführung in der Kindheit quälen, hat er auf diese Weise im Griff. Nur sich zu verlieben, kommt für ihn nicht in Frage. Zu groß ist das Risiko, noch einmal so verwundbar zu sein wie damals. Doch dann trifft er auf Felicity Everhart, die ihn mehr fasziniert als irgendjemand zuvor. Eigentlich hat Felicity gerade andere Sorgen, bemüht sich doch vergebens darum, endlich ihrem Vater näher zu kommen, von dem sie kaum etwas weiß. Aber das, was zwischen ihnen ist, können weder Elijah noch Felicity lange ignorieren. Nichts ahnen, dass ihre Liebe unter denkbar schlechten Vorzeichen steht. Denn als Elijah neue Hinweise zu seinen Kidnappern erhält, hat er keine Ahnung, dass einer der Namen auf seiner Liste ausgerechnet der von Felicitys Vater ist. Dann habe ich mir Band 2 und 3 der The Lost Boys Reihe von Emma Scott gekauft. Einmal wäre das When You Come Back to Me und The Last Piece of His Heart. Beides Zustand gut. Band 2 6,19 Euro, Band 3 8,99 Euro. Leider auch in einem nicht akzeptablen Zustand. Also ein Band ist total vergilbt. Also das sieht einfach gar nichts aus, das gefällt mir nicht. Er ist hier vermarkt, ich weiß nicht, ob man es selber kennt. Die beiden haben Leserillen, flattern hier auch schon auseinander. Hier oben geht es mit schlechter Qualität oder schlechtem Zustand weiter. Es ist nichts, was ich mir so ins Regal stellen würde. Ich bin da halt leider etwas pingelig.
wenn es den Leuten wirklich nur darum geht, die Geschichte zu lesen und es dann wieder zu verkaufen oder auch einfach am Strand zu liegen und es so zu lesen, ich meine, mehr kaputt machen kann man es eh nicht mehr, dann sind die Zustände auch in Ordnung und für 6 Euro auf jeden Fall ein super Schnäppchen, aber ich möchte sie halt einfach länger im Regal stehen haben und ja, da möchte ich einfach Buchrücken, die nicht aussehen wie vergewohltätigt und ja, deshalb dürfen die beiden halt auch wieder ausziehen. Ich würde euch aber zu beiden den Klappentext vorlesen, weil sie zwar zu einer Reihe gehören, aber unabhängig voneinander lesbar sind. Fangen wir mit Band 2 an. Holden Paris ist brillant und bis ins tiefste Innere zerbrochen. Er hat sich geschworen, niemals wieder anderen Macht über sich zu geben und flüchtet mit Zynismus, Alkohol und bedeutungslosen One-Night-Stands vor jeglicher Nähe. Nur ein Jahr Highschool, bevor er endlich sein Milliardenvermögen erbt und sich aus dem Staub machen kann. Womit er allerdings gerechnet hat, ist sich zu verlieben. Ausgerechnet in River Whitmore, den Star-Quarterback der Footballmannschaft. Doch bald erkennt Holden, dass River eine Lüge lebt und die explosiven Gefühle zwischen ihnen nicht nur seine eisern aufrechterhaltene Fassade zum Einschutz bringen können. Und in Band 3 heißt es, Ronan Wentz hat die Hölle gesehen. Nachts durchstreift er die Straßen, um seinen Albträumen und seiner Wut zu entfliehen. Da trifft er Shiloh, die clever und kreativ ist und scheinbar ihr Leben völlig im Griff hat. Doch alles, was Shiloh tut, hat nur ein Ziel, die Zuneigung ihrer Mutter zu gewinnen, welchen ihren Anblick kaum ertragen kann. An Liebe glaubt keiner der beiden, aber die Anziehungskraft und aufkeimenden Gefühle zwischen ihnen sind zu stark, um sie zu ignorieren. Bis eine Nacht alles zum Einsturz bringt und sie sich entscheiden müssen, ob sie zulassen wollen, dass ihre Vergangenheit weiterhin ihre Zukunft bestimmt. Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch der Rebuy-Bestellung und des Videos. Beautiful Graves von LJ Shen habe ich mir gegönnt. Leider auch in einem Zustand, der vergilbt ist, der auseinanderflattert, der Leserillen hat und der einfach nicht in mein Regal passt, weil ich einfach ein riesen LJ Shen Fan bin und das auch einfach schön im Regal stehen haben möchte. Ich habe bezahlt 7,09 Euro für den Zustand gut. Ja, aber sorry, das ist für mich dann einfach auch nicht mehr nur noch gut. Für Evelyn ist es Liebe auf den ersten Blick, als sie den attraktiven Joe im Spanienurlaub kennenlernt. Noch nie hat sie so eine tiefe Verbindung zu jemandem gespürt, doch ihm bleibt nur eine Nacht, bis Eva nach San Francisco zurückkehren muss. Die beiden versprechen sich, in Kontakt zu bleiben, aber ein schwerer Schicksalsschlag veranlasst Eva, Joe aus ihrem Leben zu verbannen. In ihrer tiefen Trauer schottet sie sich von allen ab, bis sie Dominic Graves begegnet. Mit seinem Optimismus und seiner Liebe bringt er sie zurück ins Leben, dennoch kann sie Joe einfach nicht vergessen. Dann steht er plötzlich wieder vor ihr. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die diesen Monat bei mir eingezogen sind. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil die Kamera gleich ausfällt. Und ja, deshalb packe ich sie euch alle in die Infobox. Wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.